Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, ihr seht schon, ich habe angefangen mit dem Dot Science zu reden. Der von uns wollte, dass wir eine winkende Figur bauen. Und er hat uns schon das Drehgelenk jetzt geschickt. Was ist denn ein Drehgelenk? Fangen wir es jetzt direkt erstmal nach. Kennt nun alle Roboter, die du bauen wirst. Also wie ein Scharnier, oder was? Ganz genau. Bau mir einen Roboterarm, du brauchst ein gutes Gegengewicht als Podest. Verbinde das Drehgelenk mit dem Podest und dann den Arm mit dem Drehgelenk. Achte darauf, dass du das Drehgelenk unabhängig von Arm und anderen Strukturen verwendest. Verstehe. Okay. Okay, danke. Also, ja, das sollte relativ easy sein. Come on. Achso, doch, das meine ich schon. Ja, das kenne ich. Klassischer Wackeldackel. Schauen wir mal. So, dann. Nein, da wollen wir nicht hin. Wir wollten wieder in unseren Marker. Es werden langsam ganz schön viele Dinge hier. Das Fahrradturm. Konsortiere eine Rakete mit einer Mindestlänge von 3 Metern. Bauen nur Fahrradteile ein. Oh Gottes Willen. Wie lang ist denn die Rakete? Wo sehe ich denn, wie lang die Rakete ist? Das müsste ich ja dann irgendwo wenigstens sehen können, oder? Das ist ja wenigstens ein vorteilhaftes Teil, weil. Ah, die waren mit 3 Meter, habe ich erreicht. Warte mal. Ah, nee. Hätte die denn damit auch erreicht? Nee, wenn nicht, ne? Bedeutet nochmal hier oben die Spitze, dann holy shit. Das Ding ist hoch. Darf ich das sagen? Wollen wir mal gucken, was ist eigentlich, wie groß ist eigentlich der Treibstofftank jetzt hier? Also, wenn ich jetzt unten so ein Triebwerk dran bauen will. Und dann brauche ich noch ein Verbindungsmaterial. Du warst ein Treibstoffstapler. Und dann verbinde. Ich will einfach wissen, ob das funktioniert. Mir scheißegal, wie gut es fliegt, aber. Bauen. Neues Triebwerk. Start den Bau. 3, 2, 1. Adieu! Was? 1,7? Wo fliegen wir hin? Das war unerwartet gut. Was passiert hier? Was passiert hier? Wo gehst du runter? Da. Oh. Hallo Fahrrad. Holy shit, das war wunderbar. Das ist gut. Video hochladen auf jeden Fall, würde ich mal. Meile. Fahrradrahmen, Rad. Ja, das wird passen. Irgendwohin mit dem Fahrrad. What? Das war sehr, sehr unerwartet. Super Kombination, seltsam, okay. 24.000. 156 neue Abonnenten. Leider keine Mega-Kombination. Aber hey. Fortsetzen. Alter, das ist die. Ab zu neuen Höhen. Das Video. Ah, da siehst du genau die Ansicht, die ich hatte, okay. Du hast 2 neue Nachrichten. Jetzt kommt's hier, okay. Was willst du mit Holzmaterial? Mein Name ist Rosewood, ich bewundere deine Videos sehr. Händchen für Raketenbonzer. Dankeschön.
relativ hohen CO2-Abdruck. Mir gefällt deine raue Natürlichkeit. Natürlichkeit, haha. Oh Gott, jetzt kommt so eine Eco-Tante oder was? Aber hey, solange sie Teile bringt, klingt gut. Ich versuche es mit Holz mal. Hervorragend. Du wirst doch hoffentlich auch Holz für mich haben dann, oder? Mit zwei davon kannst du ziemlich interessante Formen bauen. Ein V und ein T vielleicht sogar ein ziemlich guter Tipp. Braucht das, finde ich, eine 3D-Software? Wie soll ich denn T formen? Wow, gut gemacht. Schrott hat sehr viel Potenzial. Ein Motorradtank. Nein, Treibstofftank, geil. Cool, okay. Back to the game. Ja, ja. Roboterarm. Das ist jetzt mal eher interessant. Jetzt habe ich Holzbauteile auch noch. Das wird lustig. Wir haben jetzt auch irgendwo Kinetik. Das Teil hier. Dadron soll von der Schaufensterpuppe der Arm. So. Die Frage ist, was setzen wir drunter, damit das Ding stabil bleibt? Und einfach links, rechts so klack. Eine Plattform. Drehe ein Teil deiner Rakete mechanisch mittels Drehgelenk. Steuerung links, rechts. A, D. In Ordnung. Okay. Bauen. Das wäre natürlich für eine steuerbare Rakete mega gut. Zum Start. Das ist natürlich mega geil. Rakete ist heruntergefallen, da sie keine ausreichende Fußzeit hatte. Ja, das ist ja wurscht. Es ging um ein ganz anderes Spiel. Es lebt Wissenschaft, Puppe und Dreizack. Na, das würde ich so nennen mal einfach. Kombination clever. Oh, okay. 22.000 Aufrufe, 210 neue Abos. Oh, Gold! Den neuen Goldrang direkt erreicht. Nice! Das ist natürlich nice. Dieser Mann lacht in das Gesicht des Todes. What the fuck? Vier neue Nachrichten, Leute! Roboter, herzlichen Glückwunsch, Entkoppler. Entkoppler! Jo, den lesen wir noch durch. Huhu. Technischen Fortschritt, ziemlich beeindruckend. Danke für das Kompliment. Ich will da noch ein bisschen experimentieren. Roboterkram, das ist noch ein bisschen so. Eine Zeit zum Spielen. Das ist ein Koppler. Das klingt mega geil. Sowas lebe ich gar nicht in KSP. Brauchst du das hinbekommen? LOL. Okay. Dass du überschneiden, ansonsten wird es zu schön. Klingt logisch. Alter, das ist ja mega geil. In Ordnung. Alter, ich habe jetzt mega die geile Idee. Zurück zum Designer. Der Entkoppler. Ich weiß nicht, ob ich das ansatzweise so hinkriege, wie ich mir das gerade in meinem Kopf vorstelle.
Scheiße, wo ist das Teil? Retro. Booster? Nee, Triebwerke. Wir bauen jetzt den Holy Grail auf Raketen hier ein. Jetzt müssen wir mal gucken, PCP ist das aber groß genug drin. Ah, das ist ja nichts dagegen. So eine blöde Frage, was für Teile kann ich denn dafür bauen dann? Vielleicht ist es auch einfach noch ein bisschen zu groß. Bleiben wir. Alter, jetzt geht die Musik ja richtig. Was ist das? Alles gut, Musik. Holy. Ah, wenn wir noch einen neuen Treibstoff haben, ne? Na, das funktioniert noch nicht. Warte mal, haben wir. Jetzt muss ich mich mal. Treibstoffsack. Ich muss mich jetzt hier gerade mal selber ein bisschen herausfinden. Das wird auch Interkinetik. Kann ich den dann hier oben einfach anschließen? Das Problem ist ja, ich habe ja nicht so große Raketenbausatzteile. Weil sonst wäre das ja absolut kein Problem. Weil die Musik geht gerade echt wie Hölle ab. Okay, wir machen das erstmal hier so. Die dürfen sich nicht berühren, okay. Du kriegst hier unten das hin. Und da dran dann. So, da kommen Triebwerke rein. Dann musst du den. Ich weiß nicht, ob ich das ansatzweise so hinkriege. Und dann brauche ich. Verbinde. Alles verbunden. Okay, das check ich noch nicht. Was soll ich denn da mit Triebwerk verbinden? Auf 1, okay, ja. Okay, da kann ich nichts machen. Schade. Und dann oben drauf. Brauchen wir einfach mal eine Starter einer Rakete, Spalte einer Rakete mitten in den Kuppel. Okay. Wir können ja mal hier mit Boostern. Boostern, die leicht gedreht sind, prahlen. Das Duplizieren und dann Rotchen. Und die zünden dann nach. Sagen wir 7 Sekunden. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber es soll auch ein erster Test nur sein. Dann haben wir ein PVC, glaube ich, noch. Und dann gehen wir auf Bonn. Es werden langsam schon immer größere Raketen. Ich würde sagen, 3, 2, 1.
Okay. Entkopplung in der Luft wurde durchgeführt. Man hat es bloß nicht gesehen. Epischen Tag errungen. Okay. Ja, Skelett. Miniaturhaus. Power-up. Trennung. Entkoppler. Keine Ahnung. Glaube ich jetzt echt nur Plan gerade. Kombination clever wieder. 34.000. 500 Abonnenten dafür bekommen. Okay, ja, bei den 20.000er Ziel ist das schon drüber. Noch eine Sache, die wir erreichen müssen. Fortsetzen. Da gibt es noch Pyro, Pyro, was? Warum kann ich... Wie war das mit Feuer? Feuer! Okay, lol. Das ist interessant. 53. Ah, ich habe hier einen Techno-Jet. Der Techno-Jet könnte sehr, sehr interessant werden. Aber Leute, ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Aber wenn ihr ihn noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.